Es ist ein Fest für die treuesten Kunden. Vor mehr als 30 Jahren eröffnete Augenoptikermeister Joe Schauer sein Geschäft am Kornsteinplatz in Hallein. Langjährige Stammkunden sind nun auch die ersten, die einen Blick auf die neuen Sonnenbrillenkollektionen werfen können. Vor 34 Jahren habe ich mich selbstständig gemacht und da haben wir sehr einen großen Kundenstamm aufgebaut und es sind sehr, sehr viele Kunden uns sehr treu. Ich glaube aber nicht nur wegen dem Event, sondern weil wir das ganze Jahr über auch unsere Leistungen bringen, also mein Team und ich auch ein bisschen. Und ich glaube, die Leute schätzen das, dass es eigentlich bei uns fachlich kompetent und trotzdem locker und nett runtergeht. Ein guter Optiker sorgt für den perfekten Durchblick. Für das italienische Flair sorgen an diesem Abend ein guter Tropfen Weißwein vom Weingut Hutter und südländische Musik. Unter den zahlreichen Sonnenbrillen gilt es, die eine zu finden. Oder darf es doch etwas mehr sein? Eine Sonnenbrille reicht der modebewussten Trendsetterin längst nicht mehr. Eine gute Beratung hilft auch bei der Brillenauswahl. Erstens einmal ist der Joe einer der besten Freunde. Zweitens einmal heißt der Schauer. Da hat man natürlich sofort den Durchblick, das ist ganz klar. Und ein guter Optiker hat auch einen guten Blick in deine Seele, weil wenn er dich nicht gut kennt, kann er wahrscheinlich dir auch die Schärfe des Auges nicht verleihen. Also ich kann mich erinnern, wie ich das erste Mal beim Joe als Kunde war. Ich bin ja, die Natur hat mich zu seinem Kunden gemacht. Bin ich einer und damals war ich, glaube ich, 13 Jahre alt. Und er hat mich angeschaut und hat gesagt, wir brauchen jetzt gar nicht lange ins Regal schauen, ich bringe da jetzt 5 Modelle, die auf dein Gesicht passen. Und es ist dann schlussendlich genau ein Modell aus den 5 waren. Ich habe eine gute Beratung und es passt die Brille perfekt. Und gerade eine Brille, muss man dazu sagen, ist natürlich für die Bühne ein tolles Accessoire, muss man auch dazu sagen. Und da habe ich schon einige wilde Sachen ausprobiert und auch schon auf der Bühne eben getragen. Treu sind auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Manche sind fast seit Anfang an dabei. Ich bin der Meinung, das ist wichtig, dass wenn man Leute ausbildet, dass man ihnen nachher die Plattform gibt, dass dann, wenn sie Kinder gekriegt haben und wieder zurück möchten in das Berufsleben, dass sie das dann nachher auch wieder machen können. Loyale Kunden, loyale Mitarbeiter. Nur die Mode, die wandelt sich stetig. Auffällig in diesem Jahr der Materialmix, auch bei Brillen. Die neuesten Kollektionen von den Formen her trägt man heuer im Sommer. Runde Formen, sehr schöne Materialien, Jeansstoff, Holz-Carbon-Kombinationen. Also wirklich für jedes Herz ist da was dabei. Alle 2 Jahre veranstaltet Joe Schauer ein Fest für die treuesten Kunden. Es ist die Gelegenheit für neue Einblicke in Sachen Brillenmode. Uns geht es um einen Wein und ums Kulinarische. Ein bisschen ein Jausen und ein bisschen ein Weinderl und dann dabei fesche neue Kollektionen, Brillenkollektionen anschauen. Das ist, glaube ich, immer eine gute Kombination. Bei den zahlreichen Modellen immer den klaren Durchblick zu bewahren, gar nicht so einfach. Ob legerer Alltagslook oder extravagantes Sommerkleid. Die Brille gibt dem Sommeroutfit den letzten Schliff. Und welche nun zu einem passt, Tipps dazu hat ihr Optiker.